Ist das jetzt ein Beweis, dass die Anbetung von Jesus richtig ist, weil ein Gebet, was ich gemacht habe, eingetroffen ist? Das heißt, eine Bitte, die ich an jemanden hatte, eingetroffen ist. Die Antwort ist nein, das ist kein Beweis. Das ist kein rationaler Beweis. Weil erstens kann es sein, dass Gott einfach das, was man von ihm oder von jemand anderem, also was man jetzt von diesem Objekt erbeten hat, einfach durch seinen Qadr, durch seine Vorherbestimmung zugelassen hat. Beispielsweise, ich mache ein Bittgebet, oh, also ich nicht, sondern irgendjemand macht ein Bittgebet zum Heiligen Gral oder Hindu-Gott oder irgendwas anderes. Mache dieses und jenes, ich möchte morgen, dass schönes Wetter ist. Oder mache mich gesund. Und auf einmal wird jemand wie durch ein Wunder gesund. Die Ärzte sagen, sie können gar nicht gesund werden. Auf einmal betet jemand zu dem Elefanten und die Person wird gesund. Heißt das jetzt, dass der Elefant das Gebet erhört hat? Nein. Sondern Gott hat bestimmt, dass dass die Person gesund wird, unabhängig von dem Bittgebet. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, es gibt Sachen, auf die Dämonen Einfluss haben. Und das war ja sehr interessant, dass ich zu ihm gesagt habe, dass es bei mir auch viele Situationen gibt, wo ich Allah gebeten habe und er mich erhört hat und wo das Bittgebet angenommen wurde. Da meinte er, es können ja auch andere Faktoren sein. Da meinte ich, meinst du Dämonen? Also sinngemäß, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Worte. Und er meinte, ja, dann sag ich ja, bei dir könnten es ja auch Dämonen sein, dass du dir das einbildest. So, auf jeden Fall, das heißt, auf der einen Seite, wenn man Bittgebete macht zu jemand anderem außer dem allmächtigen Gott, zu jemand anderem außer dem Schöpfer, von Jesus, von Moses, von allen, dann kann das sein, erstens, dass das durch die Vorherbestimmung von Allah einfach geschieht, wie ich das eben schon geschildert habe, oder dass Dämonen einen bestimmten Einfluss haben. Okay, wie ist das jetzt mit